Ohne Freiheit könnte ich gar nicht leben. Ich brauche in ganz vielen Momenten in meinem Alltag meine Freiheit. Und das macht mir also Freude an meinem Beruf, dass ich das da auch leben kann. Diese Freiheit einfach zu haben, mal zu sagen, jetzt wird das gemacht und das andere wird später gemacht. Also, dass ich selber meinen Tag an ganz vielen Ecken so bestimmen kann. Es gibt viele Verbindlichkeiten, die ich sehr schätze. Und auf der anderen Seite einfach mal was ganz Verrücktes machen, alleine aufbrechen, mit dem Motorrad, mit Freunden unterwegs sein, zum Fußball gehen. Es kommt auch mal was dazwischen. Das ist in dem Beruf so, weil irgendwo ist jemand gestorben und die Menschen brauchen in dem Moment einfach eine Begleitung. Und dann macht man sich auch hin, auch wenn andere jetzt gerade Feierabend haben. Hallo. Hallo. So, da hier müssen wir mal ran, ne? Okay, perfekt. Hier, da müssen wir ran. Gut, ne? Okay. Alles klar. Alles klar. Es ist, glaube ich, die Spannung zwischen den verschiedenen Polen. Also den einen Nachmittag den Konfirmandenunterricht genießen mit den Jugendlichen, Blödsinn machen. Und am nächsten Nachmittag mit älteren Frauen zusammenzusitzen und über die Vergangenheit nachzudenken. Jede Generation hat ihren eigenen Reiz. Und mit beiden Generationen oder allen Generationen arbeiten zu dürfen, das empfinde ich oft genug als Privileg. Ich schätze es total, Pfarrer auf dem Lande zu sein. Also ich bin von Herzen gerne Dorfpfarrer. Jeder kennt mich. Das ist unser Pfarrer, der den Motorradgottesdienst auf dem Meißner macht. Unser Pfarrer, der hat nicht nur so einen engen Blickwinkel, sondern der kann einfach auch mal über den Tellerrand hinausgucken. Das erleben wir und wir freuen uns, dass das andere Menschen auch erleben dürfen. Wenn ich irgendein Anliegen habe, auch wenn das privater Natur ist oder so, sind ganz viele Leute, ja, also der Pfarrer hat uns da geholfen, wir würden ihm da jetzt auch gerne helfen. Wenn ich mal eine Biertischgarnitur für irgendeine Party zu Hause brauche, das ist überhaupt kein Problem, die irgendwie zu bekommen von der Vorsitzenden des Heimatvereins oder sonst irgendwas. Pfarrer sind nicht weltfremd, die stehen mitten in der Welt. Die haben mal nach einem guten Fußballspiel ein Bier in der Hand. Die sind Fußballexperten wie Jogi Löw. Die vertragen auch eine Eschweger Bratwurst mit Senf und Brötchen. Also die stehen im Leben. Ich bereue es nicht, Pfarrer geworden zu sein. Ich habe eher einen Lebenstraum damit mir erfüllen können.